Das Oktoberheft. Jetzt am Kiosk. Willkommen bei RTL 2. Wahrscheinlich sind Sie sowieso Dauerglotzer, ne? Hängen immer bei RTL 2 rum. RTL 2. Spielfilme und Serien, Informationen und Magazine, Nachrichten und Shows, aber vor allem jede Menge Spaß. RTL 2. Schon gesehen? Oho, ja, das ist klasse, das macht Laune, das ist spitze. Ah, ja! Oh, au! RTL 2 macht einfach Spaß. Willkommen, liebe Zuschauer, zu den Superstars der World Wrestling Federation. Und wir beginnen gleich mit einem Rückblick auf die letzte Woche. Ja, Shawn Michaels nach einem leichten Sieg auf dem Weg zurück mit Diesel, legt sich hier mit ein paar Zuschauern an und dann war eigentlich schon der 1-2-3-Kid auf dem Weg zum Ring. Er sollte als nächster kämpfen. Sie hören schon seine Einlaufmusik, den Jubel der Zuschauer und dann folgende Szenen schauen sich an, aber ich glaube, Carsten, du hast noch was ganz Wichtiges. Ja, ich habe gerade eben quasi jetzt bevor wir hier auf Sendung gehen, habe ich die Information bekommen, dass die World Wrestling Federation im Dezember wieder für 2 Termine nach Deutschland kommen wird. Es wird also im Dezember 2 weitere Veranstaltungen der World Wrestling Federation in Deutschland geben. Wir werden, ich muss jetzt mal sehen, wie das mit der Information ist, wir werden genauere Infos für Sie am Mittwoch haben, in der Challenge. Da werden wir Ihnen die Städte, die Daten geben können und auch wann der Vorverkauf beginnt. Also bleiben Sie dran, schauen Sie auch am Mittwoch wieder rein. Momentan habe ich keine weiteren Infos, aber es wird definitiv im Dezember eine weitere Tour geben. So, Mr. Perfect hat dann in diesem ungleichen Kampf noch eingegriffen, ist dem 1-2-3-Kid zur Seite gestanden und er hat auch noch ein paar Worte für uns. Let me clarify this whole situation. Last week, Michaels and Diesel, you push around the 1-2-3-Kid in the aisle like a couple of bullies. I come out, I handle the situation. Matter of fact, the 1-2-3-Kid is wrestling this week. And I guarantee you that that won't happen again. Why? Because I'm gonna be in his corner. So you, Shawn Michaels, and especially you, Diesel, you wanna come down and try to push around that kid? I'll be there. This contest is scheduled for 1 fall. Making his way down the aisle, accompanied to the ring by Johnny Polo from Three Mile Island,
Der Johnny Polo heute mal wieder als Golfspieler. Adam Baum in gewohnter Rolle, aber wir warten natürlich alle auf das Auftreten des 1-2-3-Kid und auf das Auftreten von Mr. Perfect. Er hat es ja angesprochen, er wird zur Stelle sein. Und auf einen hat er es ganz besonders abgesehen, nämlich auf Diesel. Ja, und heute sind auch unter anderem noch dabei, nur um Ihnen einen kleinen Anhaltspunkt zu geben, Razor Ramon, Bastien Booger, Tatanka, die Smoking Guns. Also eine ganze Menge ist geboten und natürlich das letzte Woche versprochene Tag-Team-Titelmatch. So, jetzt geht's aber hier kräftig zur Sache, wie gewohnt. Von Adam Bomb hat er keine Probleme, schaut sich um. Sehr zur Freude seines Managers Johnny Polo. Ja, Kevin Kruger lässt sich da in der Gegend herumwerfen. Ich habe eine kleine Pause gemacht, um mal zu warten, ob er vielleicht irgendwelche Angriffaktionen zeigt. Aber das scheint gegen Adam Bomb fast unmöglich zu sein. Wir haben es auch hier bei diesem Clothesline gesehen. Adam Bomb setzt sich hundertprozentig ein. Und dann ist es wirklich schwer, diesen Riesen unter Kontrolle zu bringen. Ja, wenn man was von ihm will, dann sollte man mit ihm in den Ring steigen. Der wohlgemeinte Rat des Managers Johnny Polo. Aber Kevin Krüger, glaube ich, war da schlecht beraten. Ja gut, aber wie soll man sich nach oben kämpfen, wenn man nicht gegen die Superstars antritt? Das ist ganz klar. Viele Zuschauer fragen uns auch immer, ja, wieso treten denn diese Leute, die oft keine Chance haben, an gegen die Superstars? Da kann man nur sagen, nur indem man gegen Bessere kämpft, kann man versuchen, auf der Rangliste der World Wrestling Federation nach oben zu klettern. Aber das ist natürlich ein dorniger Weg. Ja, da würde ich mir also schon andere aussuchen. Einen Tito Santana vielleicht oder einen Marty Jannetty. Leute, die eben Technik bringen, die Günther, vollkommen das, fair sind. Günther, das bringt dir jetzt natürlich wieder irgendwelche bösen Briefe, dass es nämlich dann heißt, wieso ist Tito Santana und Marty Jannetty, sind die nicht so gut wie Adam Bomb? Das ist natürlich damit nicht gemeint, aber Adam Bomb... Die sind genauso Superstars, nur von einer anderen Kampftechnik. Ich würde also nicht unbedingt gegen den Adam Bomb in den Ring steigen wollen, der einen wirklich zerstören will. Ja, das stimmt. Und da er ja nicht allzu viel Aktion im Ring selbst zeigt, ist ja auch nicht nötig gegen Kevin Kruger, können wir natürlich diese Ausführungen mal vom Stapel lassen. Jetzt setzt er wahrscheinlich den Adam Smasher an. Es ist ein Ansatz wie zu einem Piledriver. Und dann kommt letztlich die Powerbomb. Und er nennt diese Powerbomb Adam Smasher. Die Chose ist gelaufen. Und jetzt blenden wir die Nummer für die World Wrestling Federation Hotline ein. Falls Sie sie noch nicht haben, rufen Sie mal an. Es gibt Interessantes zu erfahren. Herr Günther, ich fürchte fast um Brian Costello, denn als ich mir den eben angeschaut habe, sah er sehr unausgeschlafen und zerzaust aus. Aber Brian Costello wird alles aufbieten müssen, um gegen den selbsternannten bösen Buben in Anführungsstrichen Razor Ramon bestehen zu können.
Ja, aber sein Image, der neue Razor, kommt offensichtlich sehr gut an. Ein so gewaltiger Jubel bricht er aus in der Halle bei jeder seiner Bewegungen. Ist schon fast unvorstellbar, also sein Macho-Gehabe kommt sehr, sehr gut an. Ja, er hat eine gewisse Ausstrahlung und das ist etwas, das kann man nicht trainieren, das kann man sich nicht erwerben, das hat man einfach oder man hat's nicht. Und Razor legt auch sofort gut gegen Brian Costello los, will sofort diesen Kampf an sich reißen, fängt hier ganz locker diesen riesen Brocken auf und wahrscheinlich sehen wir jetzt gleich den Fall-Away-Slam von ihm. Jawohl, da ist er auch schon. Schön ausgeführt. Ja, Razor Ramon ganz offensichtlich ausgeschlafen. Bei Brian Costello haben wir ja da so unsere Zweifel, wie hier angekommen ist. Keine Probleme. Chokeslam noch hinterher von Razor. Ja, Razor ist natürlich auf einen Titel scharf. Er möchte unbedingt nicht nur Geld um den Hals haben oder Gold um den Hals haben, sondern auch um die Hüften. Und außerdem hat er es ja auf IRS abgesehen. Den sehen wir übrigens am Mittwoch und auch nächste Woche nochmal. Also IRS auch als Einzelwrestler im Blickpunkt des Interesses. Und Brian Costello versucht sich hier mit Gesten, mit unterwürfigen Gesten zu wehren. Und hier ein Gesichtskratzer, ein paar Schläge. Ja, da hat der Razor gut überrascht mit dieser Aktion. Er dachte, da käme nichts mehr, aber jetzt schlägt er wieder zu. Der Razor Ramon, der Mann mit der Idealfigur, den würde ich ja gerne mal gegen Adam Bomb sehen. Die beiden haben eine fast identische Figur, eine gleiche Größe. Und da kommt ein Clothesline von Razor Ramon. Er ist natürlich wesentlich, sagen wir mal, humorvoller als Adam Bomb. Aber ich könnte mir das als sehr interessantes Match vorstellen. Günther, was meinst du dazu? Ja, das wären die beiden, wir haben es, glaube ich, ja schon mal angesprochen, die am besten zueinander passen von der Figur her. Und da müsste dann Adam Bomb ja auch mal zeigen, was er technisch drauf hat. Ja, als Razor, so sieht es zumindest aus, überlegen. Jetzt kommt wieder dieser Gesichtskratzer von Brian Costello. Ja, wir haben ja Adam Bomb, um das nochmal zu sagen, letzte Woche gegen Tito Santana gesehen. Da hatte Tito Santana den größten Teil des Kampfes über die Oberhand, musste sich dann aber geschlagen geben. Aber Razor scheint gegen Brian Costello keine allzu großen Probleme zu haben. Jetzt geht's aufs Seil. Ja, diese Aktionsfolge, diese Aktionen, die kennen wir. Da kommt der Superplex vom Seil Nummer 2 leicht und locker. Und dann natürlich sein Finishing-Move. Lange wird er angekündigt. Razor's Edge. Ja, das Publikum rast förmlich, bis es endlich den Razor's Edge sieht. Und Razor spielt natürlich da auch mit der Begeisterung des Publikums. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Er zögert es noch ein bisschen hinaus, dann hat man länger von ihm. Da kann er sich natürlich gegen einen Gegner wie Brian Costello erlauben. Manch andere würden das nicht so leicht mit sich machen lassen. Ja, auch da eine Parallele übrigens zu Adam Bomb. Beide Finishing Moves kommen aus dem Ansatz zum Piledriver heraus. Und dieser Razor's Edge ist natürlich faktisch ein Crucifix Slam, so nennt sich das Ganze. Da kommt da das Cover. Und dieses Match ist gelaufen. Ein hervorragendes Match und wir kommen gleich zu einem Mann, bei dem ich Sie bitten möchte, mal auf die Musik zu achten, denn er hat jetzt endlich eine bekommen. This contest is scheduled for one fall. Currently in the ring from Minneapolis, Minnesota, weighing 225 pounds, Todd Bicker. Ich hoffe nicht, dass du jetzt von mir erwartest, diese von dir angesprochene, als solche bezeichnete Musik zu kommentieren. Nein, ich sage nicht, wonach das klingt. Er hat Klänge bekommen und da muss man auch mal drauf hören. Klänge ist die richtige Umschreibung. Er hat auch einen Kampf bekommen, das wollen wir nicht vergessen. Also unser Kompaktpaket, wie wir ihn so gerne titulieren, Bestien Booger. Hoch wie breit, genau. Ja, er hat es mit Todd Becker zu tun, das haben Sie selbst gesehen. Und Bastian Booger legt auch dementsprechend los. Er setzt ganz auf seine Kraft, ganz auf seine Masse. Und das scheint sich gegen Todd Becker doch ziemlich zu bewähren.
Schuster hat keine Probleme, lehnt ihn jetzt hier gegen den Ringpfosten. Diese Manöver kennen wir ja von Bestien Burger. Und vielleicht noch ein Hinweis, da wir ja vorher wieder unsere Fanadresse eingeblendet hatten. Wir können Ihnen keine Autogramme von Wrestlern besorgen. Das ist also auch für uns nicht möglich. Wir haben es versucht. Man kann natürlich an die World Wrestling Federation schreiben, aber es ist wirklich Glückssache, wenn da eine Antwort kommt. Ja, da gibt es halt, wie man so schön formulieren könnte, transatlantische Probleme. Es gibt natürlich Zuschauer, die uns geschrieben haben, wir haben aber ein Autogramm gekriegt. Natürlich ab und zu passiert das, aber es ist ein bisschen ein Problem, wenn man an die World Wrestling Federation schreibt, die Distanz und auch die riesige Organisation. Deswegen können wir nicht sagen, dass jeder, der dorthin schreibt, ein Autogramm bekommt. Es kann schon mal passieren, aber wir möchten natürlich nicht, dass sie enttäuscht sind. Und deswegen sagen wir auch, es gibt eigentlich momentan keine Möglichkeit, regelmäßig an Autogramme heranzukommen, es sei denn auf Tourneen. So, Todd Becker musste sich jetzt hier einen gewaltigen Power Slam gefallen lassen von dem Bestien Burger. Dann hier das Tänzchen von Bestien und sein Finishing Move. Oh ja, dieser Blick sagt alles. Here is your winner, Bestien Burger! Get back and look at the dance! Die World Wrestling Federation kommt mit ihren größten Superstars wieder nach Deutschland. Lex Luger ist dabei, der Fast Champion, genauso wie der mächtige Finne Ludwig Borger. Oder auch der coole Kubaner Razor Ramon und der geheimnisvolle Undertaker. Zwei Termine stehen noch aus, verpassen Sie diese Tournee nicht. Those wrestler guys think they're tough? They ain't so tough. That Razor Ramon guy, I'll show him what tough is. That Shawn Michaels, he thinks he's pretty. I'm pretty. I ever get him in the ring, I'll make him look pretty. Pretty silly. Hey, those guys are pretty tough athletes. But that Yokozuna, fat. Too fat. Fat chance he's gonna take me in the ring. I'll show him. Hey, I don't know. Was there something I said? Three-Kid mit Mr. Perfect als Bewacher hier und ich könnte mir sehr gut ein Tag-Team-Match zum Beispiel zwischen Mr. Perfect und dem 1-2-3-Kid auf der einen Seite und Shawn Michaels und Diesel vorstellen. Und wo wir gerade eben diese kleine Einblendung gesehen haben mit dem möchtegern starken Typen, der glaubt, er könnte sich mit den Superstars der World Wrestling Federation anlegen. Also man muss schon eins sagen, das wird natürlich hier ein bisschen verballhornt. Natürlich, wer glaubt, dass diese Wrestler also keine harten Burschen sind. Sie sind ziemlich harte Burschen, hart im Nehmen, hart in ihrem Training. Und gut, wir haben es in letzter Zeit nicht mehr gesagt, aber man muss wirklich gut trainieren, um hier mithalten zu können. Und manche unterschätzen das ein bisschen. Ja, es kann natürlich passieren, wenn man so einen sieht wie den 1-2-3-Kid, der wirklich aussieht wie, sagen wir mal, jedermann. Wenn man Adam Bomb oder Razor Ramon dagegen stellt, aber er ist wirklich austrainiert. Das sind die letzte Feder und hat solche Manöver drauf, wie diesen Kick hier. Das muss man wirklich jahrelang trainieren. Ja, das stimmt. Das ist der japanische Einfluss des 1-2-3-Kid, der eine ganze Zeit lang in Japan verbracht hat, um halt eben wirklich gut sich aufs Wrestling vorzubereiten und deswegen auch die ungeheure Schnelligkeit. Übrigens, wir bekommen immer wieder Fragen nach Crush und wir haben dazu Folgendes gehört.
Der Macho-Man Randy Savage, ein enger Freund von Crush, hat etliche Male versucht, ihn anzurufen. Und immer wieder, wenn er ihn am Telefon hatte, hat Crush aufgelegt. Ich habe keine Ahnung, was wir davon zu halten haben. Ob da die beiden sich irgendwie nicht mehr so ganz grün sind oder was es damit auch auf sich haben mag. Auf jeden Fall, Crush scheint wieder in Ordnung zu sein. Aber ob es da Probleme zwischen ihm und dem Macho Man gibt, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir werden sie auf jeden Fall, sobald wir was wissen, auf dem Laufenden halten. So, jetzt, die 1-2-Rufe werden lauter. Der 1-2-Kid legt wirklich ein ungeheures Tempo hier vor. Kann sich also gut aus den Situationen befreien. Auch wieder ein Reverse-Kick. Ist unglaublich, was der für ein Tempo drauf hat. Also heute scheint er sich auf die Kicks spezialisiert zu haben. Von Beginn an haben wir gesehen, dass er seinen Gegner Jack Reno mit Kicks bearbeitet hat. Hier dann ein wunderschönes Cover. War es das? Jawohl, der 1-2-Kid hat gewonnen. Mr. Perfect kann zufrieden sein. Er kann sich wieder in die Umkleidekabine begeben. Und der 1-2-Kid hat einen weiteren Sieg. WWF Superstars, T-Shirts, Poster, Caps, Gürtel und vor allem die sensationellen Videos. Wir haben alle Videos der WWF. Fordern Sie unseren offiziellen Prospekt an bei WWF Fanartikel, Postfach 06 94363 Oberschneiding. Oder rufen Sie direkt unsere Hotline an 0190 270580. Look at this garbage. Look at this filth. This pollution. Paska, Roska. I, Ludwig Borga, is gonna tell you Americans what's really going on here. This filth, you call this the land of milk and honey? Well, down here, it stinks funny. And Lex Luger, you are proud of this? You stand up for all this filth? This pollution, this used to be a nice, beautiful river until you Americans started to clean your house. And right here, we can see what Americans are all about. Filth, pollution, corruption. And Lex Luger, if you stand up for all this, that makes you only one thing, a garbage driver. And America, it stinks down here. American stinks. Lex Luger stinks. So Americans choke on this. This contest is scheduled for one fall. Currently in the ring from St. Petersburg, Florida, weighing 237 pounds, Barry Horowitz. Der Einzug von Tatanka, aber beeindruckend auch das Statement von Ludwig Borga. Betätigt sich also so ein bisschen als Umweltschützer. Harte Worte natürlich von ihm, die aber vielleicht Tatanka verstehen würde, wenn er sagt, wie schön die Gegend in Amerika war, bevor die heutigen Amerikaner versucht haben, sich hier niederzulassen. Also irgendwo hat er schon recht. Ja, das muss man schon ganz ehrlich zugeben, aber das auf die Amerikaner zu schieben, das ist natürlich der typische Stil von Ludwig Borga. Umweltverschmutzung gibt es ja leider auf der ganzen Welt. Und Tatanka kann mit Sicherheit ein Lied davon singen als Mitglied eines Stammes, der einmal sehr groß war, nämlich der Lambi. Und der heute vom Aussterben bedroht ist, kann er mit Sicherheit wirklich ein Lied davon singen. So singen kann jetzt dann auch Barry Horowitz. Und zwar
Das Lied der Niederlage, ja, diesen Tatanka. Das Klagelied der Indianer. Und zwar hat er wirklich keine Chance auf den Bart. Tatanka mit Dropkicks, mit harten Schlägen bearbeitet Barry Horowitz, der aus Florida kommt. Vielleicht ein bisschen zu sehr das gute Leben genossen hat, ich habe keine Ahnung. Hier allerdings überrascht der Tatanka, drückt in den Seil und schlägt ihm mit dem Unterarm in den Rücken. Das ist natürlich ein probates Mittel gegen den Indianer. Gut auszusehen und dann noch ein Neckbreaker hinterher. Hervorragend gemacht. Der Barry Horowitz ja auch einer von denen, der immer so auf dem Sprung ist zum Superstar. Noch nicht vielleicht ganz die Spitze erreicht hat, aber er könnte es schaffen und sieht jetzt auch hier sehr, sehr gut aus gegen Tatanka. Ja, er hat ja auch so seine ganz eigene Art und Weise, sich dem Publikum zu präsentieren. Halt mit seiner Robe, mit der Hand drauf. Und er scheint momentan Tatanka doch ziemlich in Verlegenheit bringen zu können. Uppercuts zeigt der Headbutts. Ja, Tatanka sehr, sehr schnell hat er losgelegt. Und dann plötzlich kommt dieser Barry Horowitz zurück, als wäre gar nichts gewesen. Auch beeindruckend, dieses Durchhaltevermögen. Und da setzt Tatanka schon zu seinem Kriegstanz an. Also er scheint in der Ringecke halt gewartet zu haben, dass er wieder einigermaßen zur Luft kommt. Und dann, wir kennen es ja, putscht er sich noch einmal nach oben, will noch einmal alles geben und in dieser Phase den Sieg erringen. Den Sieg will natürlich auch Barry Horowitz. Also gegen diese Handkante ist er absolut machtlos. Und das wäre natürlich ein probates Mittel, um ganz an die Spitze zu kommen, der World Wrestling Federation, den immer noch ungeschlagenen Tatanka zu besiegen. Ja, aber das sieht ganz schlecht aus, denn hier ist schon der Fallaway Slam von Tatanka. Da kann Barry Horowitz strampeln und zappeln, so viel wie er will. Er hat einfach keine Chance. Und von Tatanka kommen wir zu einem Tag-Team, das sich ebenfalls in kurzer Zeit in die Herzen der Zuschauer gewrestelt hat. Indianer kommen jetzt die Cowboys. Die Smoking Guns haben ja auch schon zusammen gewrestelt, die drei. Die werden sich sicher erinnern. Die Damenwelt ist begeistert vom Auftreten der Jungs. Ich denke mal, das liegt nicht unbedingt an den Pistolenschüssen. Ja, das glaube ich auch nicht. Es ist einfach ihr Auftreten. Aber ich muss auch sagen, als Tag Team haben sie sich hier wirklich bisher sehr, sehr gut verkauft. Sie haben einen sehr flüssigen, sehr schnellen Kampfstil. Hier sehen wir es schon wieder. Billy wechselt im Lauf mit seinem Partner Bart. Der fängt ihn, Ben Comstone, nach dem Dropkick auf und legt gleich weiter los. Armdrag, so jetzt ein Armbar. Und die Jubelschreie texanischen, die von den Cowboys über die Prärie schallen. Ja, natürlich identifiziert man sich auch mit den Cowboys. Das ist ja immerhin eine Sache des guten, alten, wilden Westens. Und wenn etwas Typisches für die USA, dann wohl die Cowboy- und Indianerzeit. Ganz genau. Das kennt jeder. Das ist das Einzige, was jeder mit Amerika sofort hundertprozentig verbindet. So, jetzt ist Billy wieder im Ring und hat sich Dan Rubins geschafft. Ein schöner Slam von ihm. Und erneut ein Wechsel. Also sind wirklich sehr, sehr schnell unterwegs heute, Smoking Guns. Ja, man sieht auch gleich wieder einen schneller Wechsel mit Bart Gunn.
der wieder einmal mit Armdrehern arbeitet gegen Dan Rubens, der eher schmächtig wirkt im Vergleich zu ihm. Hier kommt der Vertical Suplex, zumindest der Ansatz dazu, aber er mündet in einen Flying Body Press von Billy. Wunderschön gemacht, aber das Ende ist es noch nicht. Wir wollen noch ein bisschen was zeigen, ganz offensichtlich. Die Smoking Guns wieder Armdreher mit dem Wechsel gepaart. Schöne Aktionsfolge, jawohl, war fast zu erwarten, wieder der Wechsel. Eine Aktion, dann der Wechsel, so scheint momentan der Rhythmus zu sein. Ja, wieder ein Powerslam von Billy wie vorhin schon. Also man muss schon sagen, dass die beiden wirklich das Tag Team Wrestling beherrschen. Sie sind zwar noch, will mal sagen, Anfänger, das hört sich immer so ein bisschen negativ an, was in diesem Fall aber nicht negativ gemeint sein soll. Und da kommt der Finishing Move, der Revolver, ein Back Body Drop gegen den Rubens, dann der Pile Driver von Bart Gunn. Und das war's wohl, jawohl, das war's. Und wir haben für Sie noch einmal die Nummer der World Wrestling Federation Hotline parat. Und dann kommt das angekündigte Tag Team Titelmatch. Also müsste sich dabei schon was gedacht haben. Ein schöner Back-Body-Drop von Scott gegen Pierre und dann noch ein Schlag gegen den heranstürmenden Chuck. Also es wundert mich doch, dass die Steiner Brothers so klar gegen die Quebecers dominieren. So, da holt sich Scott den Gegner praktisch für seinen Bruder wieder in den Ring zurück, nachdem sich Pierre zurückgezogen hat. Und da siehst du, Günther, da ist Scott, er gibt Rick zu verstehen, zeigt keine Pile-Drive. In der nächsten Woche haben wir Folgendes für Sie vorbereitet. Die Steiner Brothers steigen wieder in den Ring. Mal sehen, ob sie von dem Titelverlust noch mitgenommen sind. Ludwig Borger will mit den USA aufräumen. Mal sehen, ob er seinen Gegner aufräumen kann. Doink ist auch dabei, das Doppelgesicht in Action. IRS gibt sich ebenfalls wieder an, stell dich ein. Razor Ramon wird's mit Interesse verfolgen. Und auch Marty Jannetty ist dabei. Natürlich versuchen wir, weitere Details zur Tag Team Situation herauszufinden. Aber wir haben für Sie jetzt noch ein Interview. Bonnie Blackstone kündigt die Teilnehmer an und sie hört auch schon an der Musik. Also schauen Sie sich das Ganze mal in Ruhe an. We have looked at all the wrestlers in the World Wrestling Federation from top to bottom,
Yokozuna. Who could present a challenge to the great Yokozuna? We looked under rocks. We looked behind corners. We even put pictures on milk cartons. There ain't a soul that can put him down. There ain't a soul that can contend with almost 600 pounds of humanity. Nobody, nowhere, no how. Not on this planet, not till a spaceship lands. Nobody. Oh, da geht das Licht aus. Liebe Zuschauer, ich kann mir vorstellen, Sie wissen genau wie wir, was jetzt passiert. Höchstwahrscheinlich. Wir haben einen Mann in der World Wrestling Federation, der in letzter Zeit immer dann antrat, wenn es dunkel wurde. Aber warten wir mal, bis das Licht wieder angeht. Das war ja nicht anders zu erwarten nach diesem Einzug. Corbera sagt, der Undertaker natürlich, der hat keine Furcht. In seinen Augen ist nur die Dunkelheit. Und er hat eine Herausforderung, da bin ich ja mal gespannt. My challenge is this. Bring that belt and your soul. Dark side. Ja, der Undertaker fordert Yokozuna zu einem Titelmatch heraus. Mit diesen Szenen wollen wir uns nun auch endgültig von Ihnen verabschieden. Und wir werden sehen, wie das weitergeht nächste Woche. Hier auf jeden Fall rutscht schon Yokozuna der Gürtel von der Schulter. Ich bin mal gespannt, ob das ein Vorbote ist. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Wir sehen uns auf jeden Fall am Mittwoch wieder. Tschüss, bis dann.